Hallihallöchen hier draußen, ich bin's wieder, euer Sepp und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Banderskins. Das Ganze ist sponsored, Gambling ist ab 18, passt daher auf, wenn ihr schon drin seid in der Gambling-Sucht. Könnt ihr mich gerne auf Banderskins unterstützen, indem ihr es hier unten auf die Beschreibung drückt. Dort ist der Link für die Seite, ihr könnt auch hier oben auf Partner gehen, den Code SEPP dort eintragen. Dann habt ihr auch noch einen Promo-Skin-Code, den könnt ihr hier eintragen, da könnt ihr wahnsinnig viele Sachen bekommen. Oder ihr öffnet eure Daily Card. Ich habe sie leider heute schon geöffnet, aber da kann was drin sein. Und für alle Neuen, die ein bisschen Sorge haben, wie die Seite ist, gibt es ein neues System. Das ist Bonus Balance. Da könnt ihr einen kleinen Amount bekommen. Das müsst ihr mal 8 oder mal 10 wagern. Und dann könnt ihr das sogar auszahlen. Also für euch so ein kleiner Test. Und für uns jetzt ein kleiner Test, wie wir unsere Balance wieder ein bisschen höher bekommen. Wir werden ein Battle starten. Auf mal 4, add cases, wir werden zweimal die Eule, zweimal den Panda, zweimal die Snake Bite und einmal, was könnte man hier reinnehmen, einmal den Sonic, 7 Runden, auf geht's, da sehe ich uns. Wir müssen anfangen, Battles zu gewinnen, wäre eine Option. Aber overall könnten wir jetzt auch mal kurz hierher gehen und einfach sagen, wir öffnen eine Hyäne in der Zeit, wo wir warten, auf die Hoffnung, dass wir eine Gangi Dragon oder Medusa ziehen. Dass wir einfach, ja, sieht nicht danach aus, sieht nach sehr viel Müll aus. Aua, okay, 15, einmal probieren wir es noch. Geben wir nochmal die Chance. Die Hyäne tatsächlich eine verdammt risky Case mit knapp 10%. Und ihr merkt, 10% zu hätten ist nicht lustig bei 200 Euro. Wir haben noch 12.000 Euro Balance. Ja, dem Battle sehr Dank, dass wir das versuchen dürfen. Einmal probieren wir es noch und dann gehen wir ins Battle rein. Ich hoffe doch schon auf so einen schönen Schmuckofatskin. So eine Gangnir, so ein Earth Dragon war natürlich auch. Alles nur bitte nicht nochmal die M4. Oder? Oh, wir bleiben sogar auf der Kill Confirm. Oh, 77. Jetzt ein Open Quickly kommt. Ah, schade. Da, ich dachte, der wäre es gewesen. Dachte, der Open Quickly ist the way to go. So Spannung rausnehmen, einfach rein da. Aber nee, war es wohl nicht. Deswegen probieren wir jetzt. Hoffentlich holen wir uns das Battle nach Hause. Jetzt langsam wird es wieder Zeit. Ich meine, nach so einem Huge Win wie letztens, klar, möchte die Seite wieder ein bisschen was zurückhaben. Kann ich nicht verstehen, warum. Kann ich einfach nicht verstehen. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir das Battle gewinnen. Zweimal die Eule, zweimal der Banda, zweimal Snakebite, einmal den Sonic. Also den Hedgehog. Ah, komm. Oh, sehr guter Start für uns. Obwohl, die Redline close zu mir. Oh, sehr gut für ihn. Schlecht für uns, aber was noch nicht ist, er hat das bessere Loch gezogen. Banderbot 2, das haben wir nicht gewettet, wir beide. Okay, dreimal Stiletto Life, auch selten gesehen, und jetzt kommt's. Come on, please. Das könnte. Oh mein Gott, okay. Aua. Das war dick für ihn. Das ist nochmal dick für ihn. Aber jetzt kommt the way to win. Banderbot 2 hat uns gezeigt, wie das funktioniert. Autsch. Okay, also langsam kommt hier die Losing Streak. Aber ich muss sagen, holy shit, das hat gebait. Also das waren mal 4-6 für ihn. Okay, gut. Das heißt, ich habe hier gerade von Sonic ein bisschen die Dings gesehen. Die versuchen wir jetzt einmal im Solo. Also ein Tiger Du, oh, da sind echt schöne Skins drin. Kann zwar auch, glaube ich. Ja, okay, will nicht runterscrollen. Wir werden es gleich sehen, ob da auch viel Crap drin ist. Huntsman Knife Ultraviolet habe ich gar nicht im Kopf, wie viel das wert ist. Ja, 94, gut, wir tryen again. Aber ich muss auch sagen, wir werden gleich ein bisschen risky Upgrader machen. Einfach auf die Hoffnung, dass wir damit unsere Balance wieder aufhübschen können. Wird's das Knife? Okay. Ich glaube, die AK ist sogar auch verdammt viel. Ja, auch 291. 120. Einmal gebe ich dir noch die Chance. Dann gehen wir noch ein paar Upgrade-Skins holen. Und dann werden wir versuchen, einen dicken Upgrader zu hitten.
Oh, geh weiter zum Karibitslader. Komm, geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Oh, sehr schön. Ah, das ist ein Win, wie man ihn haben möchte. Und falls ihr jetzt da dieses wundervolle Knife haben wollt, drückt auf Take. Oder wenn ihr es direkt ausgecashed haben wollt, könnt ihr zum Beispiel die drei Skins nehmen, auf PayPal gehen, hier eure E-Mail-Adresse, Transaktionsgebühren, Servicegebühren werden direkt abgezogen und ihr bekommt einfach ein Total Amount auf euer Konto gutgeschrieben. Wir werden jetzt aber mal 5 Upgrades versuchen, zumindest die Low Lives. Ja, das war schon mal nix. Aber jetzt reicht's, mal 10er, let's go. Ach, okay, der Form bleibt schon stehen. Jede Hoffnung hat er mir genommen. Aber dich verkaufe ich zur Seite zurück, dass wir ein bisschen wieder haben. Hast du noch einmal hier einen schönen 5er auf der Panda Case open können. Sollen wir hier noch vielleicht ein Upgrade versuchen. Wir haben auch bald unsere Äpfel voll für den nächsten Big Spin. Aber jetzt mal hier kurz hoffen. Oh, da ist das Bandit Lore. Das ist noch ein Dream, wenn wir das mal ziehen. Ah, was haben wir hier? Oh, wir haben aber eine schöne Reihe, muss ich sagen. 497 bei 5 Cases. Okay. Das ist fast even back. Das heißt, wir werden jetzt mal das sellen. Try again. Dann bekommst du jetzt nochmal 5 von die Chance. Komm, enttäusch mich nicht. Vielleicht ist es jetzt Bayonet. Vielleicht. Oder wir, oh, die Fire Serpent. Oh, der Pull, der wär's. Bleib stehen. Nicht. Ei. Ah, er geht weiter rüber. Okay. Er ärgert mich gerne. Das heißt, wir werden die Masterpiece jetzt noch verkaufen und auf geht's. Wie gesagt, ein paar Risky Risk Upgrader. Probieren wir mal mit Under. Komm, alles unter 9. Oh, das hätte eine 0 werden können. Einfach nochmal probieren. Jo, wie schnell rattert der? Oh mein Gott, es wäre over gewesen. Ach, direkt nochmal, okay. Aber jetzt da. Auch nicht, okay. Dann no risk, no fun. Einmal all in. Ganz knappe Kiste. 9 Upgrade wäre es gewesen. Aber was können wir jetzt zum Abschied noch Schöneres machen? Außer unseren Big App Roll. Das könnte jetzt gut. Da könnten jetzt gute Skins kommen. Aber wie es aussieht, kommt reiner Müll. Das ist halt der Risk bei der ganz großen. Ah, ja, 34, danke für gar nichts. Das heißt, dich darf die Seite wieder haben. Und das war's dann für heute mit dem heutigen Video von Panda Skins. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin's euer Selbst. Ciao.